und willkommen bei Maria Magdörtchen und anderen Schweinereien. Wir machen jetzt einen Lammtopf mit Couscous und da kommen noch rein Kürbis und Möhren und Kokosmilch. Als erstes nehme ich eine kleine Gewürzmischung. Das ist Zimt, das ist Pfeffer, das ist eine Nelke, ein bisschen Kümmel und Boxhornklee. Das röste ich einmal, das röste ich einmal kurz 2 Minuten an. So, fertig geröstet. Ach Quatsch, kann ich direkt zulassen, weil die Gewürze werden jetzt direkt gemahlen in 20 Sekunden. Ja, das ist viel besser. Jetzt kommen Tomaten und Zwiebeln und Knoblauch dazu. Das geht hoppala. Das geht jetzt allerdings in 4 Sekunden. Wenn er schon abgekühlt hätte. Ja. Jupp, das reicht schon. Jetzt kommt dazu das Fleisch. Direkt alles, tatsächlich Koriander. Die Möhren. Ich mache das mal so von hier aus. Also alles direkt rein. Kokosmilch. Wasser. Habe ich schon abgewogen vorher. Zucker kommt auch rein, brauner Zucker. Salz kommt rein. Na, das sollte reichen. Und das war's. Jetzt wird das Ganze 35 Minuten gekocht. Jetzt ist es gleich vorbei. Das Essen ist fertig. Ich nehme erstmal hier den Couscous ab. Natürlich jetzt heiß. Acht. Der Lammtopf, super. Riecht total lecker. Schauen wir hier rüber. Vorsicht beim Öffnen des Varomas, sollte man immer darauf achten, dass der Deckel so aufgeht, dass einem der Dampf nicht ins Gesicht steigt. Ja, das sieht gut aus. Noch ein bisschen Koriander. Und guten Appetit.